Ja Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen, super genialen, tollen, erfrischenden und nicht unheimlichen Folge von Fears to Fathom Ironbark Lockout, Leute. Und wir reinigen jetzt erstmal unser Fernglas hier von Schmutz und Schlodder. Ich weiß nicht, wer hier drauf gerödelt hat, ja. Aber also irgendwie war das schon ziemlich schmutzig hier. Ich sehe da hinten aber nichts, okay. Ich gehe jetzt mal zurück und ich gucke mal, dass wir das jetzt hier melden. So, wir gehen da rein. Zack. Ey, zack die Bohne. Und diesmal... Ja, ja, ja. Ich brauche Hilfe. Okay, bitte antworte jemand. Ja, ja, ja. Ich bin schon da. I'm here, Bro. I'm here. Hallo, kann mich jemand hören? Hier ist Jack Turm 11. Das sage ich jetzt lieber nicht. Ich höre sie laut und deutlich. Oh, Gott sei Dank. Okay, atmen Sie einmal tief durch. Okay, er hat das Zeitgefühl verloren. And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. Mhm. I think I'm lost. Wie lautet Ihre derzeitige Position? Welche Ausrüstung haben Sie bei sich? Können Sie mir Ihre Kleidung beschreiben? I'm wearing a red jacket, camo pants and a green backpack. Welche Ausrüstung haben Sie bei sich? A compass, a fully charged two-way radio, a flare gun and some of my camping equipment. Okay, wie lautet Ihre derzeitige Position? Das kann er doch nicht sagen. I'm in the middle of the woods, on this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. Yeah. I thought shooting a few flare gunshots might get someone's attention, but no one's come yet. All it did was light up the trees and make everything look even scarier. Ja. I just want to find a way out of here. Ich würde jetzt nicht nochmal schießen, weil wissen Sie, da draußen sind nämlich Leute mit Kapuzen, die haben eine Axt in der Hand und die wollen sie aufessen. Also ich würde mir das sparen. Können Sie mir Ihre Umgebung beschreiben? Erinnern Sie sich an irgendwelche Orientierungspunkte? In welche Richtung schauen Sie gerade? I remember passing a small stream earlier. Okay, in welche Richtung schauen Sie gerade? I'm walking towards west right now, because I remember walking east when I came here. Okay, alles klar. Oh, thank goodness. I see it. Was sehen Sie? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Okay, warte. Ich bin jetzt an einer Wegkreuzung, aber weiß nicht, ob ich den rechten oder den linken Weg nehmen soll, um zum Ausgangspunkt zu kommen. Können Sie mir helfen? Lassen Sie mich auf der Karte scannen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Okay. Jetzt, wenn ich einen Fehler mache, dann ist schlecht, ne? Karte. Achso, halt, stopp. Am Computer. Okay, so. Also, pass auf. Er ist, was hat er gesagt? Wo ist er? Im Westen, ne? Er geht Richtung Westen, hat er gesagt. So, wir gehen jetzt mal davon aus. Ja, chill. Sehen ziemlich gleich. Ich habe nur Angst, dass ich einen Fehler mache und mich bloß weiter. Ja, beruhigen Sie sich. Also, da ist Norden. Da ist da Süden. So, oder? Würde ich mal sagen. Also, ist hier Westen. Das heißt, er geht da. Dann ist er bei Hyde Lake. Aber da gibt es keine zwei Wegkreuzungen, oder? Nach rechts und links. Ist ja Quatsch. Wo soll er denn dann sein? Aber wo ist... Warte mal, stimmt das? Nee, ich weiß nicht, was hier oben und unten ist. 5985. Also normalerweise ist Norden immer oben. Eigentlich. Ach, da steht's ja. Mein Gott, bin ich dumm. Ja, Norden, Süden, ja, Osten, Westen. Okay. Das heißt, er geht... Was hat er gesagt? Er geht nach Westen, weil er von Osten gekommen ist. Das heißt, er ist im Westen. Das heißt, er ist irgendwo hier. Aber hier ist kein... Hier ist kein Fluss. Okay, aber wenn er hier steht... Wenn er hier steht, dann müsste er hier sein. So, hier ist aber kein Bach, also keine Ahnung. Aber ist egal, wenn er hier steht, muss er nach links gehen, nicht nach rechts. Sonst kommt er auf den Piegenpass und da will er nicht hin. Das heißt, er muss nach links gehen. Okay, Bro. Linken Pfad. I knew it. I thought I looked familiar. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, du kommst an. In dunklen Entscheidungen zu treffen kann schwierig sein. Ich hoffe, sie erreichen nun sicher den Ausgangspunkt. I'm right here. Was meinst du? Ich höre deine Pfiffe, das bin ich nicht. Ich bin gerade in meinem Turm. Was? Ich sehe dich hinter den Bäumen rechts von mir. Ich bin das nicht. Oh. Nein. Ich verstecke mich. So, jetzt reicht's mir. Also jetzt reicht's mir!
Ach du meine Güte, warum hast du da drin so lange gebraucht? Junge, ihr macht mich fertig, ey. Was? Keine Ahnung, ich wollte auch... Ich sollte nach dir sehen und klopfe schon seit Stunden. Was hast du gemacht, Kumpel? Ich habe einem verwirrten Wanderer geholfen. Ich mache nur noch den Bericht fertig. Um die Uhrzeit möge Gott barmherzig sein. Wie dem auch sei, hier habe ich deine Ausrüstung vom Turm. Nur das Nötigste. Hier, bitteschön. Dankeschön, okay. Kommst du mit? Willst du auch was vom Essen haben? Was hast du gestern Abend dort gemacht? Was meinst du? Oben im Norden, warum warst du dort? Ich würde mich da draußen nicht herumtreiben, Kumpel. Ich musste ein Lagerfeuer wegen des Rauches untersuchen. Oh Gott, sei mir gnädig. Unangenehme Angelegenheiten da oben, Kumpel. Luchse und Bären, sei vorsichtig da draußen, Kumpel. Diese Wälder sind nicht normal und dort gibt es Dinge, die sich gerne ein Stück von dir holen würden. Kann ich bitte gehen? Ich habe keine Lust mehr. Ganz zu schweigen davon, dass du ziemlich weit weg wärst, wenn dir etwas zustoßen würde. Ich habe genug Dinge, um mich hier zu beschäftigen. Absolut, es ist ein anstrengender Job. Ich gehe nicht mehr raus. Ich habe gehört, dass du etwas nervös bist. Alles in Ordnung? Erwähne den Schädel. Okay. Missing Localization for Line in String Table German. Da fehlt eine... Hä? Oh Mann, ey. Nee, da fehlt was. Weiß ich nicht, was er sagt. Hast du ein Foto davon gemacht, bevor du ihn gereinigt hast? Ich habe nicht drüber nachgedacht. Du weißt, dass es am besten ist, wenn wir uns an diesen Dingen nicht aufhängen, Kumpel. Außerdem können wir ohne Beweise sowieso nichts tun. Aber du könntest bei mir bleiben. Wie dem auch sei, es wird langsam spät. Ich sollte jetzt besser gehen. Halt einfach die Augen offen. Danke für die Ausrüstung. Okay, Bro, aber ich habe noch eine Frage. Ja, okay, gut. Tschüss, tschüss, tschüss. So, ja, ich stell dich hier auf die Mikrowelle. Was will ich jetzt damit? Weißt du was? Ich gehe gleich runter, wenn er noch da ist, und hol mir gleich das Holz. So, ich war zu hungrig. Oh, Junge, Mann. Oh, Junge. Aber noch was von der Lasagne. So. Mmh. Das Essen war kalt. Oh Mann, dann stellen wir es halt in die Mikrowelle. Mein Gott, nimm es halt noch ein bisschen genauer. Ja, mach zu. Zack. So, zumachen. Okay, aber sollte ich nicht trotzdem Holz holen? Kann ich nicht trotzdem Holz holen? Also ich meine, also wirklich. Ich will nur Holz holen. Ich kann nicht runtergehen. Das gibt's doch nicht, Junge. Mann. Dann schmeiße ich das Ding hier drauf und dann mache ich dabei meinen Bericht. So, was haben wir denn? Wir haben 27 Knoten. Mhm. Okay, 27 und 58,8. Okay, 27 und 58,8. So. 58,8, 27, Heike einer. Und ich habe natürlich wieder mal mir nicht gemerkt, ob es bewölkt ist oder nicht. Ja, das habe ich mir mal wieder nicht gemerkt. Ja, clear würde ich jetzt nicht behaupten, dass es ist, aber wahrscheinlich würde da wieder clear stehen. Also machen wir clear. So, clear. Ja, von mir halt. Ich war mir nicht sicher, ob ich... Also es ist doch cloudy, oder was? Clear, windy. Hä? Heatwaves, blizzard. Was ist das denn? Ja, aber es ist doch cloudy, oder? Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich esse jetzt erstmal meine Lasagne. Also ganz ehrlich, so ein Quatsch. So, ich aß gerne im Bett, ja. Keine Ahnung, warum du das gemacht hast. I don't know. Nein, du sollst im Bett essen. Ess im Bett. Komm schon. Mhm. Lecker, Schmecker, Schmackofätzchen. So, komm, das letzte Stückchen schaffst du auch noch, ne? Weg damit. Ja, sehr gut. So, jetzt ist alle. Hast du noch Hunger? Nö. So, ich war damit fertig. Jawohl, das warst du. So, ab in die Spüle gedonnert. Bäm. Buff. So, das machen wir zu. Jo, also jetzt nochmal. Nochmal hier. Also es ist, denke ich, schon cloudy, würde ich sagen. Ist es misty? Nee. Okay, ist es clear? Auch nicht. Ist es windy? Auch nicht. Ist es windy? Aha, sehr interessant. Aber das beschreibt doch nicht, dass, ob es bewölkt ist oder nicht. Oder? Das. Also, gut. Es war kalt geworden. Ja, natürlich ist es kalt geworden. Natürlich ist es kalt geworden. Selbstverständlich. Warum soll es auch nicht kalt geworden sein? Ist schon recht. Ich gehe runter und hole mir wieder Holz. Gucken wir mal, ob da unten jetzt langsam mal was auf mich wartet. Zuerst sollte ich pinkeln gehen. Ich gehe pinkeln. Wir kümmern uns auch nicht weiter um den Wanderer, der das Pfeifen gehört hat und der dann auf einmal weg war. Juckt uns quasi nicht. Ist uns völlig egal. Ne, das interessiert uns alles nicht. Nee, nee. Warum sollte uns das auch interessieren?
Ist ja schließlich nur ein Wanderer. So. Alrighty. Dann holen wir uns mal ein bisschen Holz hier. So. Zack. Oh! What? The freaking shit! Ey! Junge! Du hast mir gerade einen Herzinfarkt gegeben. Ich verstehe Einsamkeit, kann dein Gehirn Tricks spielen lassen. Wie heißt du? Wer bist du? Was machst du hier? Keine Angst, ich bin ein Arbeiter. Ich habe nur ein bisschen Routinearbeit auf dem Radioturm da hinten gemacht. Ich dachte, ich sage mal dem Neuen, über den jeder gesprochen hat, hallo. Arbeitest du normalerweise so spät? Jeden Sonntag. Ich versuche nur, die Kommunikationslinien offen zu halten. Wir müssen uns versichern, dass jede Nachricht die richtigen Orte erreicht. Stimmst du mir zu? Richtig, wir vertrauen auf Informationen über Feuersichtungen. Ich stimme zu. Feuerrisiken sind stark diese Saison. Absolut. Aber manche Feuer sollten brennen und keine Hänge an Verhinderungen kann sie stoppen. Was meinst du? Natur hat ihre eigenen Pläne. Manche Dinge können nicht kontrolliert werden, egal wie stark wir es versuchen. Und manchmal sind Desaster eine andere Art von Aufräumen. Ein Weg für Land, sich selbst zu reinigen. Okay. Es wird langsam spät. Wir sehen uns dann. Silas, ich sollte jetzt zurück zum Turm. Hab eine gute Nacht, Jack. Hoffe, du schläfst gut. Aber denk dran. Neugier kann einen an Orte führen, an die man lieber nicht gehen sollte. Auf Wiedersehen, Jack. Jo, also keine Ahnung. Irgendwie bist du komisch. Eine unangenehme Atmosphäre umgab diesen Typ. Vor allem, er geht nicht den Weg entlang, er geht einfach straight durch den Wald. Weiß auch nicht, also weiß nicht, was dein Problem ist, aber irgendein ganz großes Problem hast du. Also, ganz ehrlich mal. Das nächste Mal werfe ich das Ding auf dich, wenn du mich so erschreckst. Heilige Mutter Maria, mir rutscht das Herz in meine Unterhose, ey. Mein Gott. Das muss ich Connor erzählen. Der wird sich ins Fäustchen lachen hier. So. Ist hier wieder hingeworfen. So, Benzin. Ja. Passt schon. So, rein da. Bam. Oh Mann, leg's doch bitte vernünftig hin. Immer dieses Rumgetue, so. Ja, erzähl mir also nicht, dass du da nicht drin bist. Doch, Neuer. Bist du da? Ja, bin ich. Was wollt ihr denn alle von mir? Warum seid ihr immer alle so semi-aggressiv, Mann? Lautet euch. So, jetzt endlich. Ich habe schon seit einer ganzen Weile versucht, jemanden zu erreichen. Wo warst du? Bin runtergegangen, um Feuerholz zu holen, oder bin Silas unten begegnet? Wem? Dem Typen, der den Funkturm in der Nähe wartet. Ist das wegen gestern? Was meinst du? Willst du mich jetzt verarschen? Was meinst du? Der Funkturm ist schon seit Ewigkeit nicht mehr in Betrieb. Er wurde vor Jahren stillgelegt, weil ein Blitzschlag seine Systeme zerstört hatte. Warum lese ich das immer? Der liest das ja. Sorry, Leute. Okay, aber mit wem habe ich dann gerade gesprochen? Okay, also langsam wird es hier mir wirklich zu dumm. Also ich mache jetzt hier wieder die Dinger zu. Und dann, ganz ehrlich, dann einfach nur nein. Einfach nur nein. Also ich meine, really. Ganz ehrlich, nee, ich... Warum... Ich... Nee. Ich will nicht mehr. Ich sag euch, wie es ist. Ich will nicht mehr. Nein, 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 nein. Toll, da komme ich jetzt nicht hin. Jetzt muss ich nochmal außen rumlaufen. Oh Mann, ich könnte auch einfach meine Taschenlampe mal ausprobieren, wegzuwerfen. Das mache ich jetzt gleich mal. Die werfe ich einfach da runter. So, tschüss. Ich habe es vom Tower runtergeworfen. Silas? Ah, egal, komm. Wayne. Völlig Wayne. Ich gehe schlafen. Ich gehe schlafen, ich lege mich hin. Ich will davon nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Nee, ist vorbei. Wirklich vorbei. Mein Unbehagen wurde von Tag zu Tag größer. Als ich mich an diesem Abend abmeldete, sagte ich mir, dass es nur wegen der neuen Umgebung sei, an die ich mich gewöhnen musste. Die Seltsamkeiten, die ich bisher in diesen Wäldern gesehen habe, waren noch nicht genug, um einen Alarm auszulösen. Wie auch immer, das sollte sich bald ändern. Zwei Nächte später. Okay, wir haben aber mal geschlafen, das heißt, wir sind nicht wach geworden. 9.18 Uhr. Okay. Oh, it's rainy. Naja, hast du eine Minute? Klar. Oh, okay, nice. Mitch wanted me to let you know. They say it's an
Security Update. No more snoopers, I guess. Wie mache ich ein Update am Computer? Well, okay. Achso, ja, das weiß ich ja. For now, use the console to run the new system update. Okay, mach ich. So, okay, alles klar. Hoppala, das war falsch geschrieben. Was? Okay, CHK Update. Okay, und dann machen wir Update. Update Package Code. Okay, was ist der Update Package Code? With Package Code. Ist das System also with Package Code? Okay. Geben Sie Help ein. Ja, ist schon klar. Patch Version 568. Ist es das? Update. 568. 5468. Nö. Update 5468 ohne Leerzeichen? Nö. Update. Ach, hier hinten. 4346084. Oh Mann! Bro! Dann ohne Leerzeichen. 4346084. 4346084? Wieso nicht? Wieso geht das nicht? Update. Jo. Package Code. Soll ich nochmal einfach nur den Package Code ein? Ach so. Ah, okay. Ich habe oben Update. Ja, ich bin ja auch dumm. Meine Güte, ey. Jetzt, ja. Busy Lines. Enter an active line. Oh, jo. So, Busy Lines sind 1. Okay, Busy Line ist 1045. Achso, das habe ich eingegeben. Okay, 5987 ist auch busy. 5416 ist auch busy. Das heißt, 5487 ist das Richtige. Okay. Nice. Oh, wir haben einen neuen Hintergrund. Schön grün. Toll. Okay. Das ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah. Wo ist die Taschenlampe? Taschenlampe. Nein, Taschenlampe. Oh ne, habe ich jetzt keine Taschenlampe, weil ich sie runtergeworfen habe. Strom war aus. Oh no, da ist sie. Okay, alles klar. Na gut, immerhin haben wir die Taschenlampe. Ja gut, ich bewaffne mich mal mit dem Bärenspray. Ach du meine Güte. Okay, ich muss runter. Und muss bei diesem Sauwetter den Generator anmachen. Ach so, warte mal, hätte ich... Ah, Moment, 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 Moment. Benzin, das Benzin. Das Benzin. So. Meine Güte, ey, jetzt muss ich da runtergehen auch noch. Aber gut, Bro, ist kein Problem. Wir kriegen das schon gebacken. So, solange mich nicht wieder irgendjemand erschreckt. Gut, so. Ich musste dringend pinkeln. Oh, no. Okay, gut. Na, immerhin. Keine bösen Überraschungen. Okay, das war's. Warum war's das? Eine Woche später. Okay, es vergeht ja sehr viel Zeit. Die Zeit verging wie im Flug. Connors Generator musste repariert werden, also musste ich auch seinen Teil beaufsichtigen. Wenn es nicht brannte, habe ich nur zweimal am Tag nach Connor gesehen. Das war wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt für ein Gespräch. Außer wenn ich selbst Gespräche führte. 2.34 Uhr. Ey, ey. Ja, ja, ja. Bin schon da, bin schon da, bin schon da. Erstmal muss ich das Licht anmachen. So, what's wrong? Wieso ist meine Taschenlampe an? Jack, you copy? Ich bin hier, warum bist du noch wach? Okay, tell you what. I don't have the energy to do this right now. I've been here busting my ass, working on that old piece of garbage generator. Ja. Nö, nö, ich will es nicht anschauen. Nein, ich will es eigentlich nicht angucken. Also, ich will es nicht angucken. Also, wirklich nicht. Nee, ich will nicht. Ich muss das Camp überprüfen. Meine Güte, no way. Na gut, na gut, na gut. You know what?
Ja, okay, Connor, kannst gerne pennen. Okay, aber wo ist denn das Feuer? Ach, da unten. Oh Mann, okay. Ja, gut. Ich fühle mich nicht sicher, die Treppen runterzugehen. Wieso? Wieso? Hä? Okay, was soll ich machen? Was soll ich machen? Soll ich einen Baseballschläger mitnehmen, oder? Ich fühlte mich nicht sicher, die Treppen runterzugehen. Aber was soll ich denn machen? Konsole, Service Reporting. Ironbark Trail Map. Nö, es bringt mir ja alles nichts. Okay, aber ich muss doch aufstehen, oder? Ey, was bist du jetzt so faul geworden, Mann? Komm jetzt. Komm, geh da runter jetzt. Hör auf, jetzt rumzutun. Ich fühlte mich nicht sicher, die Treppen runterzugehen. Ich habe eine Taschenlampe, jo. Ich habe einen Bärenspray. Ich weiß auch nicht, was er jetzt von mir will. Was soll ich dann nehmen? So, also Bro, ich habe keine Ahnung. Was? Da stehen zwei Leute, oder? Zwei Leute. Warte mal, sind das Kerzen? Wait a minute. Moment. Stopp. Stop it, Bro. Stop it. Gib mir das Fernglas. Gib mir das Fernglas. Gib mir dieses verdammte Fernglas. Die verbrennen da noch was. Was macht... Oh, Connor. Mhm. Beweise sammeln. Connor, warum funke ich keinen an? Oh mein Gott. Nein, das ist nicht gut. Ey, ich muss mir das nochmal angucken. Leute, ihr macht mich richtig kaputt, oder? Ihr macht mich richtig fertig hier. Das kann nicht euer Ernst sein. Okay. Gut, ich mache ein Foto. Leertaste, mach ein Foto. Oh mein Gott, bin ich dumm! Der Blitz war an! Und jetzt? Und jetzt? Was machen die? Oh. Kann ich nicht den Computer ausmachen? Okay, ich mach's Licht aus. Was mache ich jetzt? Oh, Schiff zum Sprinten. Oh nein, warum habe ich das Licht angemacht? Was mache ich denn nur? Warum habe ich das Licht angemacht? Lauf! Damn, okay. Hat er gemacht. Müssen wir uns jetzt hier wieder dieses Gespräch anhören hier? Das skippen wir jetzt mal so schnell durch, wie es geht. Ja. Ich bin dabei. Ja, du überlässt es mir, ich weiß. Okay. Gut, wir machen ein Foto. Bam. Aber warum kommt da nur einer? Ja, kommt nur einer. Es ist nur einer.
So. Vielleicht hätte ich... Oh nee, jetzt hat er mich wieder. Okay, ich muss warten, bis der durch ist, glaube ich. Schnell weg, schnell weg. Jetzt aber schnell weg. Jetzt aber ganz schnell weg. Lauf, 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 Junge, lauf. Komm schon, ein bisschen schneller. Haben wir's? Okay, nee. Soll ich... Nee, 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 da gehe ich nicht rein. Oh, nee, jetzt läuft mir der hinterher. Ja, lauf doch! Lauf! Junge, wieso läufst du so langsam? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Zu, mach zu, mach zu, fahr, 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 fahr! Oh, Gott! Als das Adrenalin in mir einsetzte, ich drückte aufs Gas und fuhr zur Parkranger-Hütte. Außer Atem funkte ich einen Alarm ins HQ. Hör zu, Jack, wir sind alle ein bisschen verrückt hier draußen, antwortete Mitch. Am nächsten Morgen haben die Behörden angeblich eine kleine Untersuchung in dem Gebiet durchgeführt, aber natürlich gab es keine Anzeichen für ein Fehlverhalten. Niemand glaubt mir je meine Geschichte. Bleiben Sie einfach dabei, nach Bränden Ausschau zu halten, sagte Mitch. Wie auch immer, das war das letzte Mal, dass ich in den Wald gegangen bin. Ich habe bis heute noch ein komisches Gefühl im Bauch. Auch wenn viele Jahre vergangen sind, habe ich das Erlebnis noch in lebhafter Erinnerung. Meine Familie denkt, ich habe das alles nur erfunden, dass mir aber nichts ähnlich ist, so etwas zu erfinden. Dass es mir nicht ähnlich ist, so etwas zu erfinden. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ob echt oder nicht, nach Einbruch der Dunkelheit können diese Wälder zu einem Ort für illegale Aktivitäten werden. Also, wenn irgendwer von euch bald campen will, bitte bleibt vorsichtig. Yo, glaubt ihr das, Leute? Also, ich meine, es gibt sowas, ja? Gibt bestimmt solche Sekten und Kulte, die da im Wald sonst irgendeinen Käse machen, Leute. Wow. Also, es könnte schon sein, ja? Das Einzige, was halt dumm ist, ist, dass er sich im Klo versteckt und der andere das nicht kapiert. Aber ich denke, das wurde im Game vielleicht jetzt einfach nur so verpackt. Wie sollst du es denn anders machen? Aber jo, Leute, also ich glaube vielleicht schon, dass er das so erlebt hat oder gesehen hat. Weil ich glaube schon, dass es gerade in Amerika, wo es ja ganz weitläufige Gebiete gibt, sowas, ja, grundsätzlich schon ganz leicht geben kann. Freunde, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen zu Fierce to Fathom, Ironbark Lockout. Und ich würde sagen, wir sehen uns in dem nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao.